Ja. Also aus diesen Dreckstein hatte ich mal offscreen, hatte ich mal so eine Plattform gebaut. Sah gar nicht mal so scheiße aus. Nur, Nur halb ja, scheiße. nur halb Oder wie? scheiße. Okay. Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde, das mit den Sticks sieht wirklich cool aus. Die Hühner werden langsamer, wenn man die einmal geschlagen hat. Ja. Oh nee, da ist einer gestorben. Was hat er gemacht, der Beste? Shizuoka oder wie der hieß. Wo bist du? Ich bin da bei den Schafen. Ah, okay. Sarah, prügelst du gerade auf den Huhn ein? Ja, ich prügel gerne auf Hühner ein. Aua. Wo schlägst du mich? Mit 5 Schaden, was hast denn du bitte Ich für eine Waffe? hab eigentlich bin ich über dich drüber gehüpft und habe überhaupt nicht geschlagen. Aber ich habe einen Hit abbekommen gerade von dir. Was, der hat noch 5 Damage? Stimmt. Es ist also eigentlich besser, man schlägt mit dem Knüppel zu, als mit einer Axt. Die macht mehr Schaden. Ja. Mir das bitte jemand vorher sagen, bevor ich 10-mal auf den Huhn einprügel und Ich es hab's auch gerade beschmier. beim Schaf gemerkt. Toll. Nur wie viele Hühner hattest du schon? Hühner? Eins. Ich Also hatte, glaube ich, heute fünf hatte ich Schafe 12 schon. Nuggets. Ja, aber ich habe ja nicht nur heute Hühner geschlachtet, sondern schon ein paar mehr. Privat meistens. Genau. Ich schlachte zu Hause. Ich schlage zu Hause immer meine Hühner. Findest du das auch toll, dass die einfach weiterrennen, nachdem er ihnen den Kopf abgerissen hat? Ja. Oh Super. Leute, das ist hier aber sehr makaber. Lecker, lecker. Ah, diese Schafe hier. Bleib stehen, du Ja, Vieh. die Schafe laufen wenigstens nicht so schnell weg. Das stimmt. Sind auch leichter zu treffen. Die auch ein bisschen größer. Also, um festzuhalten, mit der Axt braucht man circa 3 Schläge, um das Hühnchen zu töten, mit dem komischen, Der wie heißt es Keule denn? Mit 2. der, ja, genau. Wie viel Wool brauchen wir ungefähr? Oh. Ungefähr genau 120. 120, ich habe 156. Gut. Dann kann ich mich mal wieder verabschieden hier. Wer rennt da? Sieht das nach Mario Also, aus? ich bin am Hühnerstreicheln. Okay, gut, dann bist du das nicht und dann ist das irgendjemand anders. Ich glaube, das ist Streichelst du sogar. Hühner immer mit einer Keule? Ja, klar. Hühnerkeule. Ich glaube, Ich ich habe klau dir mal einen Stein. geschmeidige 96 Federn aus dem Huhn gerade rausgezogen. Wie viele Federn brauchen wir? 300, sagtest du, glaube Iron? ich. Brauchen wir 600. Iron? Noch? Ja, na Ja. klar. Ich Sehr gut. habe 575 Iron. Halbe habe ich mal raus. Das ergibt 57 Eisen. Für den Start reicht das grundsätzlich ein bisschen. Zumindest so für die ersten Upgrades für die Workbench und so. Oh, der lässt mir hier den Iron übrig. Das ist natürlich nett von ihm. Dafür kriegt er gleich einen coolen Dance von mir. Sarah, Shake it. wie viel Federn hast du schon? Ja, dann komm doch, dann hau mit drauf. 100. Also, wir hauen uns jetzt hier gleich um, hier, wir beiden. Wo sollen wir hinkommen, deine Sachen abholen? So, gut. Dankeschön. Haben wir brüderlich geteilt. So muss das laufen. So, sag ich Daher hier mal werden wieder Tschüss wohl hier. Take him gleich out! die Steine neu spawnen, weil einer ist schon da. So, mach's Brauchen gut. wir Dirt? Nee. Es sei denn, wir wollen
eine Dreckplattform bauen. Nee, ich lebe ungern auf Dreck. Dann hast du aber echt Probleme hier so auf dem Planet Erde. Das geht jetzt gerade nicht. Ah ja. Also ich bin jetzt mal ein bisschen am Wasser sammeln, weil ja, genau, das ist eine gute Idee. Weil ich am Verdursten bin. Ich nehme hier die frisch gespawnten Steine mit. Gut. So, der kommt jetzt immer noch. Hast du ein bisschen Fleisch? Ich habe... Ja, 5 Stück habe ich. Ich habe 158 Stones, 1645 Holz und Wool 156, wo ist mein Teil? 153. Jo. Weil irgendwie kommt mir vor, nach den Wipes sind die Berries nicht mehr so nahrhaft. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass sie nicht mehr so ergiebig sind. Der Energiehaushalt steigt da deutlich weniger an, ne? Wenn man die isst. Mhm. So, dankeschön. Ich durfte Wasser sammeln, ohne danach im Wasser hängen zu bleiben. Ohne? Ja. Ey. Ein Wunder. Nee, ich sammle gerade. Hey. So. Hühnchen brauchen wir nicht, ne? Doch. Immer noch? Scheiße. Ja. Scheiße. Wir haben jetzt mal weggedübelt, was da war. Gut, da sind wieder hinten zwei. Hinten sind noch zwei. Ja, die übernehme ich schon. Du eins, nehme ich das andere. Der kleine Dicke kommt. Ja! Die Steinbrocken an der Kreuzung sind auch wieder da. Aber keiner, der sie abbaut. Sieht ganz interessant aus eigentlich, wie so ein kleines Ding ein Huhn da rennt. Ja, das ist das wo Hund, beide fast die... Ja, gleich so groß, gleich groß wie ich. Ja. Ziemlich. Is my brother from another mother? Hey, bro. I'm so sorry. Und jetzt schlachtest du es auch noch. Armes Hühnchen. Also, wie man sieht, Reign of Kings besteht eigentlich nur darum, irgendwo rumzukloppen. Egal auf was. Hauptsache drauf. Wenn man mal keinen Huhn findet, nimmt man halt einen Gegenspieler. Ja. Ist halt etwas gewaltverherrlichend. 96 Fieser bei einem Huhn. Das ist eine gute Quote, ne? Aber ich hab bei 3 Hühnern 140. Irgendwie deprimierend. Aber ich muss sagen, wenn ich es jetzt mit Rust vergleiche und der Vergleich zwischen Reign of Kings und Rust liegt sehr nah, bin ich doch froh, dass hier das Mittelalter-Setting zieht. Denn das ganze Geballere immer hier mit den verschiedensten Arten von Waffen, was gab's da bei Rust? M5, M4 und was weiß ich was alles, eine Rifle. Das war schon, war cool, war so eine eigene Dynamik. Falsche Taste. Aber Gott, dann ist halt auch sehr viel öfter gestorben. Let's dance. Stimmt. Let's dance. Wenn man bedenkt, wir rennen jetzt eigentlich die ganze Zeit immer ohne Rüst rum. Der Typ guckt gar nicht hin. Oh. Ja, was? Oh. Weißt du, von wem ich rede hier? Ah, von mir. Ja, warte. Pfeife. Kloppt ihr euch gerade gegenseitig die Schweineritzen dicht? Oh, der hat voll gesessen. Natürlich. Ich blute, glaube ich. Ja, ich blute. Glaube ich auch. Tropfe ich. Musst du stehen bleiben. Geh weg von mir. Warte. Nee, du tropfst nicht. Ich tropfe, ne? Was ich so cool finde, es gibt Gilden, da wird man rausgeschmissen, wenn man internes PvP macht. Schlimm, nee. Ne?
Du tropfst auch nicht. Und ihr lacht euch gegenseitig einen ab. Ja, natürlich. Dann sieht man mal, wie ernst wir dieses Spiel hier nehmen. Ja, so ernst, dass ihr, ja. Wir müssten ja mal theoretisch mal Arma 3 spielen. Diese gemoddete Version, wo dann manche als Polizisten rumrennen und manche als Kriminelle. Das hat doch Stil. Ja, Krimineller sein wäre, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht lustig. Meinst du jetzt, wie du da die Polizisten da in dem Spiel verarschen kannst, echt übertrieben. Stimmt. Wie viel Fleisch bringt ein kleines Häschen? Nicht allzu viel. Schade. Ja gut, Meat immer noch 5, sehr logisch. Raw Bird. 97 Federn. Der Nachbar hat die Tür offen gelassen. Oh, dann gehen wir mal rein. Komm, wir gucken mal rein. Also er hat nichts, aber ist ganz schön. Ah gut, wir gucken mal rein. Welches Haus ist denn das? Der Nachbar ist übrigens gerade hier bei mir am Stein abbauen. Das ist cool. Welches Haus ist denn das? Das kleine da, hier, ne? Wo da, ich davor stehe. Ja gut, ich komme. Let's take a look. Hat jemand noch ein paar Berries vielleicht? Ja, ich. Im Dunkeln sind die ja doch recht schwer zu finden. Ach, hier ist ja, naja. Ist ja jetzt... Naja, gut, ne? Ich glaube, wir gehen besser lieber. Die Sterne sind nämlich alle abgebaut schon. Ist ein Haus halt, ne? Aber mehr auch nicht, ne? Ja, aber so weit sind wir ja noch nicht gekommen. Das stimmt. Das hättest du auch gerne mal für dich behalten können. Nee. Ja, die Frauen halt. Immer am Tratschen. Versund. Ja. Heidi, da hinten ist nichts mehr. Schade. Gut, da war ich gerade. Was brauchen wir noch? Hat die Steine-Tour gemacht. Gute Frage. Ich habe knapp 2000 Steine. Oh! Hm? Die Steine lassen sich nicht mehr unendlich stacken. Ja, nur bis 1000 gehen jetzt die Stacks. Bei Holz ist es dasselbe. Ja, bei Holz war es schon immer so. Wirklich? Okay. Ja. Aber Steine haben sich zu mehreren tausend stacken lassen vorher. Ah, okay. Ich würde mal sagen, was leuchtet denn da hinten? Leute, kommt mal hinter das kleine Haus. Hinter das kleine Haus hier, dort wo der Eingang ist, oder wie? Mhm. Leuchtet denn da hinten? Ach, das ist, ja, ehrlich, was ist das? Wollen wir mal gucken, ne? Mhm. Ich glaube, da hat jemand was gebaut. Oh, nee, ich vermute, dass... Nee, das ist doch nicht dieses Zombie-Haus. Nee, das ist ja am Strand. Das liegt ja direkt am Strand. Oh, das ist ganz cool gemacht, doch. Ich meine, einen Schmelzofen zu erkennen. Ja. Ich glaube, es sind sogar zwei. Aber wir werden es jeden Moment sehen. Ah, okay. Naja. Sieht irgendwie von Weitem spektakulär aus. Sagen wir mal Hallo. Oh, guten Tag. Hallo. Hallo. Ah, fresh. Guten Tag, der Herr. Sie haben sich ja einen schönen Bauplatz gesichert. Spirits, guide my power. Stands. Müsst ihr das denn jetzt schon wieder machen? Eyo, eyo, ho, ho, ho. Ich glaube, wir tanzen gerade denselben. Well, looky here. Irgendwie muss der denken, dass wir... Naja. Kommen drei so Vollidioten und aber stellen sich vorne und tanzen. Er guckt sie interessant zu. Wir sind eine Boygroup. Wir machen Komm, hier einen Let's Dance. Tanzt mit. Komm, wir gehen mal zu ihm und wir tanzen mal ein bisschen. Machen wir ein bisschen Disco hier.
Wenn ich denn mal fertig wäre mit meinem Dancing Move. Tanzen wir auf dem Tisch. Ja. So. Ich komm nicht auf den Ofen rauf. Ich will auf dem Ofen tanzen. Nee, ich schaff's nicht. Ja. Wupp, wupp. Das Gefühl, er sticht mich gleich ab irgendwie. Ich auch. Nur weil ich klein und dick bin. Shake it. Ich glaube, wir sind hier nicht so erwünscht. Tanze Samba mit mir. Oh mein Gott. Okay, wir wollen sie nicht belästigen. Wir haben noch nichts geklaut. Und begeben uns nun wieder auf unsere Reise unseres Weges. Gut. Also. Hui. Sag tschüss. Sag tschüss. Let's tschüss. Do some hunting. Oh, gut, das war falsch. Aber es gilt gleich, ist wie tschüss halt, ne? Ja. Ich glaube, ich bin gerade vom Server geflogen. Was war denn das gerade? Ich vermute, ich weiß warum. Gucken es, wir mal. Es hört sich nach Sirene an. Ja. Bei Mario. Feueralarm. Wollen wir diesen hier schlachten? Oh ja, das lassen wir nochmal schnell erledigen. Nee, hier wurde gerade ein Staubsauger neben mir angeschmissen. Oh. Ich finde das Timing auch so generös. Also es hört sich teilweise an wie so eine Sirene, ne? Aber ey, ganz ehrlich, wie wollen wir jetzt diesen Hirsch hier erledigen? Ich mit meinem Bauch Folge hier... der Blutspur. Der leckt aber auch ziemlich. Wir müssen ihn einkesseln. Jetzt kriegen wir ihn jetzt. Eigentlich ist das ziemlich fies, was wir hier machen. Meine Frage ist, seid ihr jetzt weitergezogen und habt meinen schlafenden Körper da einfach liegen lassen? Nee. Moment, ich gehe da mal hin wieder. Nee, haben wir nicht. Oh. Mein schlafend liegenden Körper voll im Inventaris. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist überhaupt. Irgendwo wird er wohl sein. Ja, guck mal, ob er an der Stelle, wo ich stand, dann jetzt eine Blutlache findet. Ja, kleiner Moment. Oh, da ist noch ein Hirsch. Da also ist noch ein Hirsch. Also ich stand bei dem Typen so neben der Workbench. Hier oben leuchtet es, aber es ist nicht mehr der Schmelzofen, sondern diesmal die Sonne. Das war eindeutig war das eine Fata Morgana, hundertprozentig.